Dein Gesicht auf der Zeitung mit der Zeile, die schlägt. Und zwar ganz genau dahin, wo man keinen Schutz trägt. Du wurdest verraten, vielleicht auch verkauft. Jetzt hast du den Dreck, nun friss ihn auch auf. Du hast es gewollt, also red dich nicht raus. Das ist der Preis für den großen Applaus. Nimm dir das Beste, beschwere dich nicht. Jeder Genuss zieht die Reue nach sich. Zwischen den Zeilen bleibt die Wahrheit versteckt. Denn die ist kompliziert und wäre angeeckt. Und sie ist auch intim und privat, sie ist dein. Sie gehört keiner Zeitung, nur dir allein. Was ist gut für dich? Gut genug für dich? Zart beseitet. Davor schützen kann. Ohne Rücksicht auf Verluste geht das aber meistens nicht. Zeig dem Spiegel dein Gesicht. Bist du gut genug für dich? Gut genug für dich. Die an Grenzen stößt. Wenn du dich erklärst, bist du weiter entblößt. Die Meinungsmacher aber haben nur Macht, wenn man den Blödsinn glaubt, den die sich ausgedacht. Schreib dir ein Lied, das du selbst auch glaubst, damit dir die anderen und du selber vertraust. Da gibt es noch viele, die können verstehen, dass öffentlich erpresste Beichten an die Nerven gehen. Bist du schützen kann. Ohne Rücksicht auf Verluste geht das aber meistens nicht. Zeig dem Spiegel dein Gesicht. Bist du gut genug für dich? Gut genug für dich. All die Jahre rauscht es, brüllt es im deutschen Blätterwald. All das Lob ist aufgesogen, jeder Tiefschlag trifft und lässt dich immer noch nicht kalt. Du hast gelernt einzustecken, du bist keine Mimose, kannst verzeihen, du bist kein Elefant. Und du fragst, ob sie wissen, was sie tun, und du leistest einfach weiter singend Widerstand. Zart beseitet. Leg dir einen Panzer an, der dich davor schützen kann. Ohne Rücksicht auf Verluste geht das aber meistens nicht. Zeig dem Spiegel dein Gesicht. Bist du gut genug für dich? Gut genug. Zart beseitet, dünn behäutet. Und schon kriegen sie dich dran. Leg dir einen Panzer an, der dich davor schützen kann.